Und ich sollte erstmal zusehen, dass wir jetzt hier ganz schnell die Produktion in Gang kriegen. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Let's Play Together Satisfactory. Ja, wieder mit dabei der Wichtelsberg. Hallo YouTube. Wir sind hier kräftig beschäftigt mit Aufbauen. Wichtel ist dabei, dringend gebrauchte Ressourcen noch zusammenzutragen. Und ja, ich sorge mehr oder weniger im Augenblick so ein bisschen dafür, dass wir hier die Grundsachen schon mal automatisch herstellen können. Habe ich jetzt eben keinen Beton gesammelt? Ich bin auch da extra hingelaufen. Also keinen Stein gesammelt. Bist du wahrscheinlich hingegangen? Hast du das Ganze angeguckt und bist wieder zurückgegangen? Ne? So in der Art vermute ich das mal. Ja, das war wahrscheinlich gerade dadurch, weil wir eine neue Folge angefangen haben. Ich bin hier nebenbei wieder was am Testen beim Holzfarmen. Aha. Ich glaube, ich habe hier eine kleine, zumindest halbwegs interessante Sache rausgefunden, wo man Ressourcen herkriegt. Bestimmte. Aha. Bei einem für uns menschliche, ne? Weil es ist ja ein Alien-Planet. Die eher normalen Bäume, die fast schon wie so eine Palme aussehen mit diesem blauen Häubchen oben drauf. Aha. Gibt es nur stinknormales Holz. Ja, dann gibt es ja hier diese unten, ja, leicht vergammelt schwarzen und ansonsten rot-blauen, ich sag jetzt mal Kakteen. Ja. Da beispielsweise, wenn ich den fälle, da kriege ich Kieselsäure, Kalkstein kurioserweise und Mycelium. Kalkstein kann sein, dass ein kleines Steinchen daneben gelegen hat. Das räumst du dann mit ab, weil du mit der Kettensäge immer einen bestimmten Bereich frei machst. Die drei Sachen immer. Und Holz beispielsweise gar nicht. Okay. Ja. Holz ist natürlich sehr gut für einen Brennstoff. Aber Kieselsäure, ich denke mal, wir werden es irgendwann brauchen. Vor allem im ersten Moment dachte ich mir nichts bei. Ich dachte, jojo, gibt schon Holz. Dann fiel mir das halt so auf, dass noch andere Items kommen und dann, wo ich gerade so geguckt habe. Ja. So. Ups, da ging's bergab. Oh, jetzt wird's zu hoch zum Springen. Kann das sein? Muss ich hier hinten hoch? Nein, das reicht auch nicht. So, mit Anlauf geht das. Ich hab nicht aufgepasst. So, da setzen wir den Mast hin. Der wird da angeschlossen. Das wird da angeschlossen. Der soll Beton herstellen, genau. Und da kommt der Stein angefahren oder angeflogen. Nein, angeflogen nicht. Ja, wird rangebracht. Übers Förderband. Gut, wir haben Metall, also Eisen. Produzieren da auch schon direkt die Dingens draus. Sag schon hier die Platten und Stäbe. Richtig. Und was uns jetzt noch fehlt, ist Kupfer. Das Problem, das ich habe, ist, dass ich nicht mehr weiß, wo das Kupfer war. Ich glaube, das war so halb rechts, ne? Hinter dem ersten Vorkommen. Hinter dem Eisenvorkommen. Ich sage also so halb rechts rüber, ne? Aber da sollte ich vielleicht erstmal zusehen, dass ich hier die Sachen einpacke, die ich auch brauche. Draht habe ich genug, ein Kabel fehlt mir noch.
Und ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, weil ich bin hier hinter dem Kalkvorkommen, bei diesem größeren See oder was das sein soll. Dachte ich mir, boah, probierst du mal aus wegen neuen Items, ne? Hier die Muscheln. Aber ne, gehen überhaupt nicht. Auch nicht mit der Kettensäge. So, jetzt habe ich alles. Um zwei Schmelzereien, drei Konstruktoren und zwei Miner zu bauen. Und drüber springen. So. Ach, da. Okay, hier ist aber nur einmal Kupfer, ne? Nee, zwei. Da ist ja dieser etwas größere, klobige Klotz, dieser große Stein da und dahinter ist er nochmal. Okay. Da gucke ich dann mal zuerst, wo das genau ist. Ach, hier, genau, ja. Alles klar. Den nehmen wir weg. Dafür kommt dann hier ein Miner hin. Hierher. Dann nehmen wir den zweiten weg. Ich sehe gerade eine Sphäre. Eine Sphäre? Hier diese, was wir auch schon mal gesehen hatten, diese Kugeln, die auf diesen, ja, ich sag jetzt mal, Wurzelständer stehen. Hatten wir auch schon mal ein paar gesammelt hier bei dem anderen Spielstand. Ach, die Dinger, mit denen man aber bisher noch nichts machen kann, wo dann dahinter steht WIP, ne? Kann sein. Ja, wenn ich denn hochkommen würde. Und das Ding fängt auch schon wieder an zu quatschen. Ja, hier so eine Mercer Sphere VIP. This spherical object emits gravitational radiation. Initial scans reveal an inner vein-like structure filled with liquid gallium. Purpose and origin unknown. Further analysis required to determine application. Dieses kugelförmige Objekt, ja. Hat er mir zu nicht lange genug angezeigt, leider. Bist du mit Kettensäge und so weiter da gerade im Gange? Kannst du mal hier Richtung Kupfer kommen? Weil ich will hier die Leitungen legen und so weiter. Und da ist mir, wenn ich das richtig sehe, sind mir hier ein paar Bäume im Weg. Der Wichtel wichtelt dir das gleich weg. Der Wichtel wichtelt das weg. Hört sich gut an. Okay, dann baue ich in der Zwischenzeit mal die Dinger schon mal auf hier. Ah, sehe schon, was du meinst. Na, einfach die große Palme, die kleine Palme und daneben sind auch noch zwei Bäumchen, dass ich im Grunde diese Insel da komplett frei habe. Ich muss da mit zwei Dingen drüber. Schmelzerei braucht zwei Stück. Einmal. Zweimal. Dann kriegen die
die auch noch so ein Pylon davor. Okay, ich habe keine Eisenstangen mehr. Die kann ich mir aber holen. Das ist aber nicht gut, was ich hier mache. Das muss ich nochmal wegmachen. Das wird zu eng. Die setze ich dann lieber mit ein bisschen Abstand hier hin. Bist du bei der Basis? Ja. Dann schau mal bitte nach dem Sprit bei den Generatoren. Okay. Weil wir hatten ja, glaube ich, nur noch zwei Stacks, ansonsten würde ich allmählich zurückkommen und das dann schon mal umwandeln. Ansonsten bleibe ich noch ein paar Minuten. Also der eine hat noch 160 drin gehabt, der hat auch noch 160 drin, 161, der hat auch 161 noch drin und der hat auch 161 noch drin. Jetzt sind sie alle voll, jetzt haben wir ein und ein Viertel Stack noch. Na gut. Also insgesamt ein Dreiviertel Stack haben wir jetzt verbraucht. 8 Slots habe ich noch frei, dann mache ich die jetzt auch noch voll. Ja, das hat also noch ein bisschen Zeit ab. Ja, wie gesagt, das mit dem Bio Füll, also mit dem Dio Kraftstoff, das funktioniert eigentlich ganz gut. So, aber ich muss hier, was fehlt mir da? Eisenstange. Okay, das soll nicht das Problem sein. Da habe ich 100 Stück. Ich muss hier einen Pylon hinsetzen. Genau. Muss das Kabel wegnehmen. Wieder dran, das dran und das dran. Okay, so, die Schmelzerei macht Kupferbarren, die Schmelzerei macht auch Kupferbarren, dann machen wir hier weiter. Hier kommt. Schade. Auch ein Pylon hin. Kommt das Kabel weg. Von da nach da und von da nach da und von da nach da. Kabel benötigt, okay. Ich habe keinen Draht mehr. Ach so, habe ich denn noch ein bisschen Kupferbarren oder irgendwie was?
Ja, da habe ich noch reichlich von. Kann ich das ja eigentlich schon mal da reinschmeißen? Kann er das automatisch machen? Der soll Draht herstellen und der soll auch Draht herstellen. Und da hinten, der sollte schmelzen, das kann er auch schon mal machen. Steil. Ah, jetzt habe ich schon wieder ein Platzproblem. Wieso, was brauchst du denn gerade? Kupfer. Dann muss ich das anders machen. Ja, weil mir jetzt hier ein Förderband im Wege ist, was hier gerade durchgeht. Das heißt, ich müsste den hier umstellen. Du sollst jetzt Eisenstangen herstellen. Du machst Kupferdraht, genau. Du musst der erstmal weg hier, das Förderband. Kommt das dahin? Das weg. Das weg. So. Und du machst keine Eisenstangen dann mehr. Der hat noch keinen Strom, der macht ja nichts. Kalkstein, natürlich brauchen wir nicht. So, du machst Kabel. Und du machst auch Kabel. Also Draht, nicht Kabel. Hatte ich bei dem hier Kabel eingestellt? Nein, Draht ist richtig. So, das heißt, ich kann Förderband von da nach da und von da nach da. So, dann passt es. Müsste er ja eigentlich Draht herstellen. Jawohl, das passt. Und dann kann ich ein paar Kabel fertig machen. Oh Mann. Gut, jetzt habe ich ein paar Kabel. Jetzt kann ich die anschließen. Das daran und das daran.
dann kann ich hier schon mal den Draht rausnehmen. Hier kann ich auch Draht rausnehmen. Dann habe ich erstmal genug, ein Kabel zu machen. Schon wieder Kalkstein. Ich finde jetzt hier nur noch Kalkstein. Was ist denn los? Hm. Zwei kleine, ein großes Vorkommen. So, dann wollen wir mal anfangen hier mit den Förderbändern. Dass wir auch unser Kupfer darüber kriegen. Ups, das ist ein Loch. Nicht reinfallen. Ah, da lang. Bis dahin. Und von dem können wir hier hingehen. Und von dem gehen wir hierher. Und von dem gehen wir hierher. Teuer. Warum zu teuer? Keine Eisenplatten, okay? Dann hole ich mir noch welche. Ja, bin jetzt hier an einem schönen Aussichtspunkt. Nimmt langsam Form an. Hm. Eisenplatten. Eisenplatten. Na komm, reicht hin. Oh, was haben wir denn hier? Noch eine Mörser's 4, allerdings sieht die komplett anders aus. Ey. Richtig beeindruckend. Mhm. Hey, wenn du mal angucken willst, momentan steht sie noch. Ne was? Ne Mörser's 4. Ich denke mal, da werden wir noch mehrere von finden. Und ich sollte erstmal zusehen, dass wir jetzt hier ganz schnell die Produktion in Gang kriegen. Von Kupfer. Draht, sonst ist das ein bisschen problematisch unter Umständen. Und, jawohl, hier arbeitet jemand. Und, der zweite auch. Beide Kupferschmelzen sind in Betrieb. So, das heißt, ich muss hier jetzt noch
noch mal so ein Konstruktor hinbauen. Amanita lardum or bacon agaric can be added to the object scanner catalog after unlocking a new blueprint in Hub Tier 1. Der soll Kabel herstellen. Ach, Menschenskinder. Ist das richtig? Das ist der? Ja, der macht Draht. Und der auch, ne? Ja. Okay. So. Das heißt, wir müssen hier... Oh, schon wieder. Schon wieder den ins Strommasten setzen. Zweimal Kabel benötigt. Na klasse. Herstellen. Und da habe ich erstmal ein paar. Und nochmal. So. Ha. Bist du hier? Ja. Hier kommen Drähte raus, hier auch, aber die gehen weiter zu der nächsten Maschine und da werden schon Kabel hergestellt. Wunderbar. Das heißt, Draht und Kabel sollte eigentlich erstmal kein Problem sein. Wir haben zwei Maschinen für Rohre und zwei Maschinen für Eisenplatten. Ja. Wie wir das Ganze dann nochmal aufsplitten und wie es jetzt weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.